Amen. Amen. Мы сегодня с вами прочитаем 1 Царств, 17 главу. Wir werden heute mit euch 1. Samuel, Kapitel 17 lesen. Очень интересная ситуация. Eine sehr interessante Situation. Между Израилем и филистимлянами идет война. Zwischen Israel und den Philistern herrscht ein Krieg. Herrscht ein Krieg. И эта война, она такая затяжная, мне кажется, сколько я вот читаю, все время у них что-то война какая-то была. Und das war ein sehr langwieriger Krieg, denn sehr oft liest man in der Bibel, dass dort dieser Krieg stattfand. У них всегда война с Сирией была. Ja, da war mal Krieg mit Syrien. Это как бы постоянно, то они побеждали, потом опять была война. Es war auch ein ständiger Kampf, mal haben sie gewonnen, mal verloren. Потом у них война была с персами. Dann hatten sie Krieg mit den Persern. Ну, всегда какие-то были беспокойства. Und es gab immer irgendwelche Unruhen. Ну и вот эта ситуация. Und diese Situation hier. Давид на поле. David ist auf dem Feld. Пасет овец. Er hütet die Schafe. Ну, а старшие братья, три брата его, они призваны в армию. Три вроде да были. Und die älteren Brüder, die haben schon in der Armee gedient. Они воины. Sie waren Krieger. Они сражаются за свою землю. Sie kämpfen für ihr Land. За свой народ. Für ihr Volk. А самое главное, израильская армия, это была армия Господня. Das Wichtigste ist, die Armee Israels war die Armee des Herrn. Потому что Израиль был народом Господним. Weil Israel das Volk des Herrn war. Поэтому и армия была как бы Господня. Und deshalb war auch die Armee sozusagen Gottes Armee. И вот отец приходит к Давиду и говорит: Und dann kommt der Vater zu David und spricht: Sohn, там братья твои, они находятся в военном положении. Deine Brüder, die sind dort auf dem Schlachtfeld. Принеси им там маслица, принеси. Geh und bring ihm сыра, принеси. Öl, там, Käse. Там хлебушка. Brot. Мы же не знаем, как там вообще Саул заботится о армии. Wir wissen ja nicht, wie Saul sich da um seine Soldaten kümmert. Знаете, только не сейчас, где такое, где солдаты должны сами себе все покупать. Ja, das ist nicht nur heute so, dass die Soldaten sich selbst um sich kümmern Тогда müssen. Тоже так было. Das war damals auch schon so. И вот Давид приходит и приносит масло, сыр. Und dann kommt David, bringt Öl und Käse und das Ganze. Хлеба много там принес. Viel Brot. Всего. Скажешь, да все это не написано в Библии. Und ihr sagt, oh, das steht in der Bibel nicht geschrieben. Ну, почти так написано. Ja, fast. И он оставляет это все сторожу, какому-то там человеку. Und er übergibt das alles irgendeinem Wächter. И смотрит, выходит филистимлянин такой und здоровый. Und da kommt so ein riesiger Philister raus. Три с лишних метра роста. Ja, drei Meter groß. Представьте себе, да, такой великан. So ein Riese. Его рука как две руки нормального человека. Ja, und seine Hand war so groß wie zwei Hände eines normalen Menschen. И он весь в доспехах железных в этих. Ja, und er war in voller Rüstung. И все его боялись. Und alle hatten Angst vor ihm. Весь Израиль его боялся. Ganz Israel fürchtete ihn. Все эти солдатики маленькие. Und diese kleinen Soldätchen. Еврейские. Ja, die jüdischen kleinen Soldaten. Да, ну его. Куда нам с ним сражаться? Haben gesagt, wer soll gegen ihn antreten? А он придумал такую идею. Und er hat sich Folgendes überlegt. Он говорит, давайте мы не будем уже так войско на войско. Und er sagte, komm, wir werden jetzt nicht so Armee gegen Armee kämpfen. Давайте кто-то один против меня, и тогда жизнь всех сохранится. Komm, wir machen einer gegen einen und dann wird das Leben der anderen bewahrt. Дайте самого сильного человека. Gebt mir einfach den Stärksten aus eurer Armee. Если он меня победит, und wenn er mich besiegt, мы будем вам рабами. Dann werden wir euch dienen. А если мы, если я его убью, und wenn ich gewinne, тогда вы, евреи, dann werdet ihr Juden, будете нам служить, uns dienen, и будете нам рабами, und unsere Knechte sein. Ну, в этом заключаются все войны. Ja, das ist ну, so, почти все. Das ist ja der ganze Sinn des Krieges. Ну, раньше, по крайней мере, так было. Damals jedenfalls. Сейчас они имеют более политическое значение. Jetzt hat das Ganze mehr politische Bedeutung. Но всегда идет речь, даже сегодня, о влиянии. Aber es ging immer um Einfluss. Кто кого будет грабить. Wer wird wen ausnehmen. И вот Давиду это очень не нравится. Und David gefällt das überhaupt nicht. Он вообще не воин. Er ist gar kein Krieger.
Er war eigentlich vorher mit seinen Schafen. Und er ist es gewohnt, die Schafe zu beschützen. Und wisst ihr, was David zu der Zeit hatte? Er hatte eine Beziehung zu Gott. Er war kein professioneller Krieger. Er kannte die ganzen Gesetze nicht. Das Einzige, was er tat, er beschützte die Schafe vor Löwen, Wölfen, Bären. Ja, und da, er hat immer gesungen. Er hatte da seine Harfe und er hat gesungen. Er hat den Herrn gepriesen. Und ich denke, viele Nächte lag er da, schaut auf die Sterne und sprach mit dem Herrn. Ja, und Gott war sein persönlicher Freund. Und das ist das, was uns so sehr fehlt. Das ist das, was wir entwickeln müssen. Das ist das, was ich wünsche unseren Kindern. Das ist das, was ich unseren Kindern wünsche, молодежи, unserer Jugend и тем, которые приходят к Богу, und die, die zu Gott kommen, наши семьи и так далее, кто давно с Богом, оно должно уже быть. Und unsere Familien, die schon lange mit Gott sind, da muss das schon sein. Отношения с Богом. Eine Beziehung zu Gott. Много люди, они говорят о каких-то великих там пророчествах там. Viele Menschen sprechen von großen Prophetien. Какие-то вот как-то Бог там употребил меня. Und Gott hat mich gebraucht und. Да, все это красиво и хорошо. Ja, das ist alles schön und gut. Но давайте жить по-простому. Lass uns aber einfach leben. Если ты дома не можешь справиться с простыми вещами, которые тебя раздражают. Wenn du zu Hause nicht mit den einfachsten Dingen klarkommst, die dich aufregen. Это твои Голиафы, понимаете? Ja, das sind deine Goliaths zu Hause. Иногда жена твоим Голиафом становится. Ja, manchmal wird deine Frau zu deinem Goliath. Иногда муж становится Голиафом. Manchmal wird der Mann zu deinem Goliath. И ты начинаешь раздражаться. Und du fängst an, dich zu ärgern. И все, твоя жизнь закончилась. Und dein Leben ist schon zu Ende. Иногда твой сосед Голиаф или еще кто-то там. Ja, manchmal ist dein Nachbar der Goliath. Понимаете, это наше сражение. Das ist unser Kampf. Und dafür brauchen wir eine Beziehung mit dem Herrn. Und David war kein professioneller Krieger, sage ich nochmal. Deshalb müssen wir keine professionellen Priester sein. In некоторых церквях люди очень любят учиться. Wisst ihr, in manchen Gemeinden lieben es die Menschen, sich fortzubilden. Ich bin nicht dagegen, sollen sie ruhig machen. Ganz ehrlich. Никаких теологических школ. Aber ganz ehrlich, ich liebe diese theologischen Schulen nicht. Я не люблю никаких библейских миссионерских школ. Ich liebe die Bibel-Missionarsschulen nicht. Для меня это просто время, куда мы куда-то вкладываемся. Das ist häufig nur Zeit, die wir da reinstecken. Надо учиться всегда в своей церкви. Sondern lernen muss man in der eigenen Gemeinde. И нужно иметь библейскую школу за плечами 100%. Und man muss eine Bibelschule hinter sich haben, auf jeden Fall. Но не надо куда-то ездить и что-то такое учиться и учиться учиться. Aber man muss nicht irgendwo hinfahren und lernen und lernen und lernen. Мы не должны быть профессионалами. Wir sollen keine Profis sein. Потому что профессионалы, я вам расскажу историю. Denn Profis, ich erzähle euch mal eine Geschichte darüber. Я помню одного пастора, не буду называть страну. Ich erinnere mich an einen Pastor, ich werde das Land nicht nennen. Und ich habe mal sein Buch gelesen. Und die hatten so eine Gemeinde. Das war so ein Vorbild für mich. Ein einfacher Junge war das. Der gesagt hat, ich möchte dem Herrn dienen. Und dann fingen sich an Menschen um ihn zu versammeln. Und er fing an, sie zu trainieren, mit Gott zu leben. Und eine riesige Gemeinde ist entstanden. Und es sind 20 Jahre vergangen. Und ich habe ihn dann auf einer Konferenz getroffen. Zu dieser Zeit war er gerade zurück aus Amerika, wo er fünf Jahre lang in irgendeinem christlichen theologischen College irgendwas gelernt hat. Und mit meinem Bruder, also mit einem Pastor, haben wir uns das dann angeschaut. Und dann sagt er, hey, das ist der, dessen Bücher wir gelesen haben. Und dann sagen wir, ja, eigentlich schon. Und dann sagt er mir, aber der hat ja gar keinen Geist. Da ist keine Kraft. Und wenn er anfängt zu sprechen, schauen wir einander an. Und dann fragen wir uns, ist er überhaupt gläubig?
Fünf Jahre hat er gelernt. Wisst ihr, er wurde zum Profi. Und nach einem Jahr ließ er sich von seiner Frau scheiden. Wisst ihr, David war kein Profi. Er hatte einfach eine Beziehung zum Herrn. Er liebte einfach Christus. Ihr sagt, aber da war Christus ja noch gar nicht da. Aber Gott, der Vater, hat es ihm ja offenbart. Deshalb wusste David schon von Christus. Und er hat prophezeit, dass er kommen wird. Und er hat mit ihm gesprochen, als ob er schon da gewesen wäre. Versteht ihr, was für eine Beziehung mit Gott er hat? Und dann sieht er diesen Goliath. Alle laufen vor ihm weg. Und steht geschrieben, ganz Israel fürchtete ihn. И тут Давид говорит, стоп. Und dann sagt David, wartet mal. И он приходит туда к солдатам. Und dann kommt er zu den Soldaten. И слушает, что они говорят. Und hört zu, was sie sagen. Говорит, вот если бы кто-то победил этого Голиафа. Und dann sagen, ja, wenn jemand diesen Goliath besiegt, то ему бы дали тогда, dann würde er богатство, Reichtum bekommen. Царь бы отдал свою дочь за него. Der König würde die Tochter ihm zur Frau geben. И третье, und das dritte, дом отца его был бы свободен, ну, от налогов, от всего. Und das Haus seines Vaters wäre frei von allen Abgaben und Steuern. В то время это так же было, как и сейчас. Представляете, тебе не надо платить налоги. Zu der Zeit, ne, also genauso wie heute, stell dir mal vor, du müsstest keine Steuern zahlen. Мы бы стали сказочно богатыми. Ja, wir wären märchenhaft reich. В течение полгода, innerhalb eines halben Jahres, мы бы уже подскочили. Ja, wären wir dann, так как в Германии, сколько там, 49%, ja, да? Wie viel Prozent haben wir in Deutschland? 49. Почти половину отдаем государству. Ja, fast die Hälfte geben wir dem Staat. И Давид, вот на это я хочу вас, это все вступление было. Ja, das war alles nur die Einleitung. И вот Давид. Und David, обратите внимание. Schaut genau, hört genau hin. Идет к этим воинам. Er geht zu diesen Soldaten. Он только что услышал, что они сказали. Und er hat gerade gehört, was sie gesagt haben. Тому, кто победит Голиафа, der Goliath besiegt, будет это и это. Wird dies und das bekommen. И он опять спрашивает. Und er fragt nochmal. Второй раз. Zum zweiten Mal. Он говорит, а что будет человеку, который победит Голиафа? Und er fragt, was wird mit dem Menschen, der Goliath besiegt? И тут приходит его старший брат, Илиаф. Und dann kommt sein ältester Bruder. Sag, was machst du hier? Это твое дурное сердце. Das ist dein törichtes Herz. Und знаете, его ж помазали в царя Давида. Wisst ihr, David wurde ja zum König gesalbt. Илиаф-то это знает. Ja, und sein ältester Bruder Илиаф wusste David das ja. Младший. Aber David war ja der Jüngste. И поэтому, раз его помазали в царя, und da er zum König gesalbt wurde, значит, у него дурное сердце. Das heißt, er hat jetzt nur noch Quatsch im Herzen. Ну, зависть пришла, понимаете? Ja, das war der Neid. И старший брат, знаете, он всегда так. Und der älteste Bruder so. Я знаю, что ты хочешь. Ich weiß, was du willst. Ты пришел посмотреть на сражение. Du bist gekommen, um einfach den Kampf zuzugucken. Ты пришел посмеяться над нами. Ja, bist gekommen, um ein bisschen Spaß zu haben. Иди отсюда. Geh weg von hier. На кого ты оставил там овец отца? Ja, wem hast du die Schafe da überlassen? Знаете, он заботливый о доме своем, Илиаф. Ja, sehr fürsorglich, ne, um das Haus des Vaters. И Давид. Und David. Не, смотрите, он не ловится на это. Aber David lässt sich nicht drauf ein. У него есть цель. Er hat ein Ziel. Почему он вообще не, он вообще должен был впасть в слезы, в обиду там. Ja, und er hätte auch in Tränen ausbrechen können, beleidigt sein können. Да, вот ты всегда так ко мне относишься. А du redest immer so mit mir. Меня всегда унижаете. Er niedrigt mich immer. David, у него было отношение с Богом. Aber David hatte eine Beziehung mit dem он знал, Herrn. Что он делает. Er wusste, was er tut. Он ему говорит, в чем вообще проблема? Und er sagt, wo ist das Problem? И отворачивается от своего брата. Und dreht sich von seinem Bruder weg. И делает дело свое дальше. Und macht sein Werk weiter. Задает третий раз. Und stellt zum dritten Mal вопрос. Die Frage. А что будет тому, кто победит Голиафа? Was kriegt derjenige, der Goliath besiegt? И ему опять говорят. Und man sagt es ihm nochmal. То есть первый раз он не задавал, он услышал. Das erste Mal hat er so gehört. Второй раз он задал вопрос. Das zweite Mal hat er nachgefragt.
И в третьем случае он опять задал вопрос. Und dann hat noch ein drittes Mal gefragt. То есть три раза. Das heißt, dreimal. Ему говорят одно и то же. Sagt man ihm ein und dasselbe. Ну потом его ведут к Саулу. Und dann führt man ihn zu Saul. И потом он побеждает Голиафа. Und dann besiegt den Goliath. И у меня к вам вопрос. Und ich habe eine Frage an euch. Почему Давид? Warum? Так сильно интересовался наградой. Hat sich David so sehr den Lohn interessiert. Смотрите. Допустим, stellt euch mal vor, David сильно интересовался тем, что ему дадут. David wäre sehr stark daran interessiert gewesen, was er bekommt. То есть, почему так человек интересуется? Warum interessiert sich der Mensch dafür? У него сердце любит богатство. Weil sein Herz Reichtum liebt. Ну, понимаете, что-то получить. Ne, was zu bekommen. Поэтому он спрашивает. Deshalb fragt er. А что будет? Was kriege ich? Второй вариант. Zweite Möglichkeit. Ну, чем рисковать, прежде чем рисковать своей жизнью? Okay, bevor ich mein Leben riskiere. Я должен знать, что мне за это будет. Sollte ich erstmal wissen, was ich dafür bekomme. Ради чего рисковать? Ja, aber wofür riskieren? Многие люди идут на войну из-за больших денег. Viele Menschen ziehen in den Krieg für Geld. Смотрите, в первом случае. Und im ersten Fall. Давиду предлагают много богатства. Ja, da bietet man David viel Reichtum an. Скажите, в процессе жизни Давида мы когда-нибудь видим, чтобы Давид интересовался богатством? Sehen wir sonst im Laufe des Lebens Davids, dass sich für Reichtum interessiert hat? Никогда. Niemals. У него было много. Der hatte sehr viel. Помните, он собрал на дом Божий столько-то золота, столько-то всего. Ja, hat ja für das Haus Gottes Haufen Gold und alles gesammelt. Но не себе. Aber nicht für sich. Дом Божий. Für das Haus Gottes. Мы когда-нибудь слышали, чтобы Давид себе построил там памятник или что-то? Ja, lesen wir irgendwo, dass David sich ein großes Denkmal gebaut hat. Коней умножал там или что-то? Dass so Pferde gezüchtet hat. Нет, это Соломон делал. Das hat Salomon gemacht. Давид нет. David nicht. Ну, богатство его не интересовали. Reichtum hat David nicht interessiert. Смотрите, жена. Жена это дочь царя, да? Und das zweite war die Tochter des Königs, die er zur Frau kriegen Если würde. Дальше будете читать, wenn ihr weiterlest, то приходит такой момент, da gibt es so einen Moment, где Саул предлагает ему свою дочь. Wo Saul, David seine Tochter anbietet. И говорит, я тебе предлагаю жениться на моей дочери. Sagt, ich biete dir an, meine Tochter zu heiraten. Вообще он не должен был предлагать, он должен был сразу отдать ее. Ja, eigentlich sollte er es gar nicht anbieten, sondern hätte sie abgeben müssen. А Саул же ничего не исполнил. Aber Saul hat ja sein Versprechen nicht erfüllt. И Давид, наверное, уже чувствовал это. Und David hat das schon gespürt. И что отвечает Давид на дочь царя? Was antwortet David zu diesem Angebot? Он говорит, о, не, не, не. Und sagt, о, nö. Разве легко быть зятем царя? Ist es etwa leicht, ein Schwiegersohn des Königs zu sein? О, не. Nein, nein, nein. Давида это не интересовало. Denn David interessierte das nicht. Вот третье могло заинтересовать. Und das dritte, das könnte ihn interessieren. Ну, чтобы дом отца был без налогов. Ja, dass das Haus des Vaters steuer- und abgabefrei ist. Но почему он все время этим интересовался? Aber warum hat dann nachgefragt? Теперь смотрите. Допустим, Давид все-таки хотел что-то получить. Сильно. Nehmen wir mal an, dass David sehr gerne etwas bekommen wollen würde. Когда я что-то получаю, wenn ich etwas bekomme, это не то, за что я плачу, правильно? Ja, das ist nicht das, wofür ich gezahlt habe. Ну да или нет? Oder nicht? Если я за что-то заплатил, wenn ich für etwas gezahlt habe, значит, это я не получил. Dann habe ich es ja nicht bekommen. Это я купил. Sondern ich habe es gekauft. И вот приходит ситуация. Dann kommt die Situation. Давид хочет совершить жертвоприношение Господу. David möchte ein Opfer dem Herrn bringen. И он приходит на такой участок земли. Und kommt dann zu so einem Stück Land. И хозяин этого участка, Орна, мне кажется, его звали. Und der Eigentümer dieses Grundstücks, ich glaube, der hieß Orna. Он говорит, я тебе подарю эту землю. Er sagt, ich schenke dir dieses Land. Чтобы принести жертву Господу. Damit du dem Herrn ein Opfer bringen kannst. Если у Давида такое сердце, ну, получить подарок, тут, тут и тут. Und wenn David so einer wäre, der hier und da sich immer was abgreifen will,
то он бы сказал: «О, хорошо, спасибо». Dann hätte er gesagt: «О, super, danke». Вот, он молодец. О, wie schön. Но Давид сказал: Aber David sagte: «Nein». Я хочу заплатить. Ich möchte für das Land bezahlen. И он его стал уговаривать: «Ну возьми, пожалуйста». Und dann fing er ihn an zu überreden: «Ja, nimm es doch bitte». Давид говорит: «Нет, нет». Und David sagte: «Nein». Я заплачу за это. Ich werde dafür bezahlen. И не буду приносить жертву на участке, который я не купил. Ich werde kein Opfer darbringen auf einem Land, das ich nicht bezahlt habe. Смотрите, все эти варианты отпадают. Und all diese Varianten fallen weg. И у меня появляется вопрос. Und dann habe ich die Frage. Почему Давид так сильно этим интересовался? Warum hat sich David so sehr dafür interessiert? И знаете, какой у меня ответ? Wisst ihr, was meine Antwort ist? Давид понимал принципы Божьи. David verstand die Prinzipien Gottes. Никто, в принципе, этого сильно ему его не учил. Niemand hat es ihm so richtig beigebracht. Но благодаря отношению с Богом. Aber dank seiner Beziehung zum Herrn. Он понимал принципы. Verstand er die Prinzipien. Возможно, он читал Тору. Vielleicht las er in der Tora. Я думаю, что он ее читал. Ich denke schon, dass er sie gelesen hat. И где написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». Wo geschrieben steht: «Der Ochsen, der da drischt, dem sollst du nicht das Maul verbinden». То есть, если ты производишь работу, das heißt, wenn du eine Arbeit vollbringst, ты должен за это получить плату. Sollst du dafür einen Lohn bekommen. Или награду. Oder eine Belohnung. И Давид это, наверное, очень хорошо понимал. Und David verstand das wahrscheinlich sehr Поэтому gut. Он говорил: «Ребята, deshalb sagte er, Leute, я сейчас совершу большое дело. Ich werde jetzt was ganz Großes vollbringen. Мне Бог это открыл. Gott hat es mir offenbart. И этого великана мы уничтожим. Und diesen Riesen werden wir umbringen. Но я за это хочу получить награду. Aber ich möchte dafür einen Lohn bekommen. И не потому, что я жажду богатства или дочери царя. Nicht, weil ich Reichtum möchte oder die Tochter des Königs. А потому, что это правило перед Богом. Sondern, weil es eine Regel ist vor dem Herrn. Und deshalb möchte ich wissen, was bekomme ich denn? Natürlich hat man an den David später reingelegt. Aber er wollte es wissen. Und als David den Goliath dann besiegt hatte, was tat er? Ich möchte, dass ihr das Prinzip dahinter versteht. Ja, wenn die Menschen sagen, ja, er hätte ja für Israel kämpfen müssen. Понимаете? Ja, ohne Gewinnabsicht. Но бескорыстно. Ohne Gewinnabsicht. Ну, как бы поступил, допустим, такой, ну, вот как мы в фильмах смотрим, знаете, такой wie герой wir идет. In Filmen immer sehen, wenn der Held kommt. И там, ja, такой приходит, рискует своей жизнью. Er kommt und riskiert sein Leben. Разбивает там всех, все. Zerstört alles und jeden. Какую-то мафию разбивает. Irgendeine Mafia dann auseinandergenommen. Там такой чемодан с золотом. Und dann bleibt dann so ein Koffer mit Gold. И он так открывает. Und öffnet das. И берет это золото. Nimmt das Gold. И так кидает куда-нибудь со врага в море. Und schmeißt es dann ins Meer. Ja. So. Не надо мне это богатство. Ich brauche kein Reichtum. Я победил ради справедливости. Ich habe für die Gerechtigkeit gesehen. Понимаете, так Давид должен был поступить. So hätte doch David handeln müssen. И мы думаем, что это правильно. Und wir denken, dass das richtig ist. Но почему-то Давид поступил по-другому. Aber irgendwie hat David anders gehandelt. Давид говорит: если я это сделаю. Und David sagte: wenn ich das mache, хочу награду. Dann möchte ich einen Lohn bekommen. Ich möchte eine Belohnung dafür. Вот интересно. Interessant, oder? Знаете, почему нужно людей уговаривать в церкви что-то сделать? Wisst ihr, warum man Menschen überreden muss, damit sie in der Gemeinde aktiv werden? Знаете, почему? Wisst ihr, warum? Потому что они не хотят награду. Weil sie keine Belohnung wollen. Поэтому они не делают. Und deshalb machen sie es auch nicht. Все очень просто. Es ist ganz leicht. Кто не верит в награду, wer nicht an den Lohn glaubt, он и не делает. Der wird es auch nicht machen. Знаете, у нас есть такое вот это понятие: я даю Богу. Wisst ihr, wir haben so ein Verständnis: oh, ich gebe dem Herrn. Я даю Богу. Ich gebe dem Herrn. Поэтому никто не узнает, что я даю. Und deshalb wird es niemals jemand erfahren. Я всегда говорю: Иисус почему-то стоял возле сокровищницы. Und dann sage ich: aber warum stand Jesus neben dem Opferkasten? И наблюдал. Und hat die Leute beobachtet. Кто сколько дает? Wer wie viel reinlegt? Сколько ты дал? Wie viel hast du gegeben? Сколько ты дала? Wie viel hast du reingelegt? Сколько ты дала? Wie viel hast du reingelegt? Иисус смотрел. Jesus hat sich das angeschaut. И он не просто это так в тайне. Und er hat das nicht so heimlich gemacht. Он тут
записали в Евангелии даже. Das steht sogar im Evangelium geschrieben. Ты даже об этом узнал. Du hast davon erfahren. Сколько тебе люди давали? Wie viel die Menschen gegeben haben. Да или нет? Oder nicht? Записано. Steht geschrieben. Записано, вот это давал много, богатый. Steht geschrieben, die Reichen gaben von вот ihrem Reichtum. Тоже много давал. Die Reichen gaben Иисус da noch viel. Смотрел. Und Jesus schaute sich das an. Зачем? Warum? Говорит, а вот это вот бедная вдова, она... Und dann kommt die arme Witwe. Ну, так вроде мало дала. Und die hat ganz wenig gegeben. Но он тоже записал. Und das wurde auch aufgeschrieben. Что она все дала. Dass sie alles abgab. Значит, важно для Бога. Also es ist Gott doch wichtig. Смотрите, интересные моменты. Es sind interessante Momente. Давид говорит в псалмах. David spricht in den Psalmen. Lasst uns das mal lesen. Вот Псалом 18, 12 стих. Psalm 18, Vers 12. В немецком, мне кажется, 19 или нет. Ich glaube, das springt später, aber schau mal. И раб твой охраняется ими заповедями, и в соблюдении их великая награда. Ist das 19 im Deutschen? Да. 19, Vers 12 im Deutschen. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt, und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Смотрите, Давид говорит, в соблюдении заповедей. Und David sagt, in der Befolgung der Gebote награда ist ein Lohn. Почему человек не соблюдает заповеди? Warum befolgt der Mensch die Gebote nicht? Он не знает награды. Er kennt den Lohn nicht. Давид знал. David kannte den Lohn. Будет награда. Es wird eine Belohnung geben. Будет награда. Es wird eine Belohnung geben. Почему нам хочется соблюдать заповеди? Warum möchten wir die Gebote befolgen? Потому что мы что? Warum was? Награду хотим. Weil wir eine Belohnung haben. Nein, Не ради награды ты должен делать. Nicht für die Belohnung. Знаете, вот этот наш патриотизм такой, знаете, Wisst ihr, такой героизм. Unser heroischer Patriotismus. Мы все делаем бесплатно. Wir machen alles kostenlos. Бескорыстно. Ohne Gewinnabsicht. Знаете, когда я, ну, говорю так, мы хотим, чтобы люди пришли в нашу церковь. Ja, wenn ich sage, wir wollen, dass die Menschen in unsere Gemeinde kommen. Und dann sagen alle, warum denn in unsere? Es gibt doch viele Gemeinden. Und dann sage ich, hört auf, diesen ganzen Quatsch zu betreiben. Wenn du einen Apfelbaum pflanzt, dann pflanzt du ihn nicht irgendwo draußen im Feld. Вы со мной? Seid ihr hier? Ты садишь ее на своем участке. Sondern du pflanzt es in deinem Grundstück. На своем огороде. In deinem Garten. И ты не убираешь все заборы и говоришь, берите все, что хотите. Und du räumst nicht alle Zäune weg und sagst, bedient euch alle. Или посадил горох и пустил коз туда соседских. Ja, oder dann hast du Bohnen gepflanzt und dann sollen die Nachbarziegen da rumlaufen. Ha? Ты садишь для того, чтобы что? Sondern du pflanzt, um was? Собрать урожай. Um eine Ernte einzusammeln. Это так должно быть. So muss es sein. И это справедливость Божья. Und das ist Gottes Gerechtigkeit. Поэтому, если я молюсь, deshalb, wenn ich bete, за спасение людей, für die Errettung der Menschen, я хочу, чтобы они пришли в наш огород, dann möchte ich, dass sie in unseren Garten kommen, в наш загон, in unseren Stall, чтоб я мог о них заботиться, damit ich mich um sie kümmern kann. Что толку, чтобы они где-то куда-то придут? Was habe ich davon, wenn sie irgendwo anders sind? А я не знаю, как о них будут заботиться. Und ich weiß nicht, wie sich um sie gekümmert wird. Поэтому то, что я сеял, deshalb das, was ich gesät habe, оно пропадет потом. Wird dann verschwinden. Вы со мной? Seid ihr hier? Это не потому, что я хочу большую церковь. Das ist nicht, weil ich eine große Gemeinde möchte. Я честно вам говорю. Ich sage es euch ehrlich. Я хочу много. Ich möchte viele. Я на самом деле хочу много. Ich möchte viele. Но я хочу видеть. Aber ich möchte sehen, что это много. Dass dieses viele. Не для меня, что я там какой-то великий. Nicht für mich da ist, sondern weil ich so groß sein. Я хочу, чтобы это много работало. Sondern ich möchte, dass es selbst funktioniert. Вы здесь, вы понимаете? Seid ihr hier? Чтобы об этом многом кто-то заботился правильно. Richtig um diese vielen Menschen kümmert. И поэтому я ревную о каждом человеке. Und deshalb eifere ich um jeden Menschen. И второе. Und das zweite. И я хочу получить за каждого из вас награду. Ich möchte für jeden einzelnen einen Lohn bekommen.
А почему ты не отправляешь людей туда? Ну пускай туда идут. Warum schickst du die Leute nicht dahin, sondern sie dahin? Я же награду не получу за них. Ja, da krieg ich ja dann keine Belohnung. Ну, они, может быть, и спасутся. Vielleicht werden sie ja gerettet. А если не спасутся? Und was, wenn nicht? Если спасутся, я чуть-чуть получу. Wenn sie gerettet werden, krieg ich ein bisschen. За то, что молился за них. Weil ich für sie gebetet habe. А если не спасутся? Und wenn sie nicht gerettet werden? Все. И скажите, где ты такое увидел? Und dann fragt ihr, wo hast du sowas gesehen? Почитайте Библию внимательно. Lest mal die Bibel ganz genau. Вы со мной? Seid ihr hier? Кто меня понимает чуть-чуть? Wer versteht mich? Апостол Павел говорит. Апостол Павел sagt. Я боюсь. Und Paulus sagt, что не напрасно ли я трудился? Ich habe Angst, dass ich mich umsonst abgemüht habe. Что вас соблазнят? Dass ihr verführt werdet. Вас уведут. Dass man euch wegführt. И я не получу награды. Und ich keinen Lohn dann bekomme. Он даже не говорит, что вы в ад попадете. Er sagt ja nicht, ihr werdet in die Hölle kommen. Я награду потеряю. Sondern er sagt, ich werde meinen Lohn verlieren. Я награду потеряю. Ich werde meinen Lohn verlieren. Вы понимаете? Versteht ihr? Как это вот эгоизм, правда, да? Das ist so irgendwie egoistisch, oder? Но? Да. Ja. Вы скажете, да не может такого быть. Und ihr sagt, das kann doch nicht sein. Мы же все просто бескорыстно делаем Wir для Бога. Machen doch alles selbstlos für den Herrn. Но тогда объясните мне другие места из Библии. Dann erklärt mir die anderen Bibelstellen, bitte. Смотрите, Давид говорит. Seht, David spricht. Наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. In Psalm 127, Vers 3 sagt er, das Erbe des Herrn Дети. Sind Kinder und der Lohn von ihm ist die Leibesfrucht. Награда. Das ist doch der Lohn. Награда. Ein Lohn. Вы понимаете? Versteht ihr? Но если ты их неправильно воспитаешь, Aber wenn du sie falsch erziehst, то это будет не награда, а проклятие. Dann wird das kein Lohn sein, sondern ein Fluch. А беда. Ein Leid. Поэтому их надо воспитывать. Deshalb muss man die Kinder auch richtig erziehen. Пророк Исаия говорит, der 62 Prophet глава, Isaiah sagt in 62, в 11 стихе, Vers 11, он говорит, вот Господь объявляет до конца земли, der Herr verkündet bis zum Ende der Erde, скажи через Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его с ним. Sagt Zion, dein Retter kommt und sein Lohn ist mit ihm und seine Belohnung geht vor ihm. Аллилуйя. А смотрите, что говорит Иисус. Und schaut mal, was Jesus sagt. Как интересно. Ja, wie interessant. Иисус говорит, und Jesus spricht, когда вас гонят, Wenn ihr verfolgt werdet, это пятая глава, das ist Kapitel 5, 12 стих, Vers 12, Иисус Matthäus. Говорит, радуйтесь и веселитесь. Freut euch. Почему? Warum? Не, ну мы же бескорыстные такие. Ja, aber wir sind doch selbstlos. Нам же все равно. Uns ist doch alles egal. Мы же все делаем просто так. Wir machen doch alles einfach so. А? Вы со мной? Seid ihr mit mir? Все балконные люди. Und auch der Balkon. Нужна нам награда, да? Brauchen wir den Lohn? Иисус говорит, радуйтесь и веселитесь. Und Jesus sagt, freut euch. Когда вас гонят. Wenn ihr verfolgt werdet. Он не говорит, что радуйтесь и веселитесь, потому что вас гонят. Er sagt nicht, freut euch, weil ihr verfolgt потому werdet. Потому что когда тебя гонят, тебе всегда плохо, да Denn или wenn нет? Du verfolgst wirst, geht's sehr schlecht, oder? И ты не можешь радоваться. Oder kannst du dich nicht freuen. Потому что тебе плохо. Weil es dir schlecht geht. Тебя обзывают. Man beleidigt dich. Как Артур вчера говорил. Wie Arthur gestern gesagt hat. Он говорит, у меня есть две проблемы. Ich habe zwei Probleme. Первая проблема, я сын пастыря. Das erste Problem ist, ich bin der Sohn des Pastors. Куда бы ты ни пришел, egal wo du hinkommst, тебе всегда говорят, ты сын пастыря. Sagen dir alle, du bist Sohn des Pastors. Тебе это нельзя. Du darfst das nicht. Ты должен себя вести хорошо. Du musst dich gut benehmen. Тебе надо просить прощения всегда. Du musst auch um Vergebung bitten. Подрался? Hast dich geprügelt? Надо просить прощения. Du musst um Vergebung bitten. А вторая проблема? Und das zweite Problem? Говорит, я Эб, фамилия у меня такая. Ja, ich habe den Nachnamen Эб. А если куда-то приходишь, начинаешь регистрироваться, wenn du anfängst, dich irgendwo anzumelden, и смотрит, говорит, Эб. Und dann sieht man, oh, Эб. А следующее, это что, Вера-форум. Und dann das nächste ist, aha, also Vera-форум. А потом следующее, Вера-форум, это что? Und dann das nächste ist, was? Секта. Секта. Секта, секта, это Вера-форум. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. И когда мы сталкиваемся с этим, нам плохо. Und wenn wir damit dann konfrontiert werden, geht es uns schlecht. Неприятно. Ist unangenehm. Но Иисус говорит, Aber Jesus радуйтесь. Freut euch.
Почему? Warum? Награда будет. Weil ihr einen Lohn empfangen werdet. Награда будет. Weil ihr einen Lohn empfangen Награда werdet. Будет. Ein Lohn. Знаете, когда я в армии потерял свое положение почтальона? Wisst ihr, in der Armee habe ich meine Position als Postbote verloren. Потому что я так сильно хотел попасть в церковь. Weil ich so sehr in eine Gemeinde kommen wollte. И я ушел самоволку. Und ich bin selbst, dann habe ich meinen Posten я verlassen. Я нарушил армейский закон. Und habe die Armeegesetze verletzt. Ради чего? Warum? Ради того, чтобы увидеть верующих. Um andere Gläubige zu treffen. Помолиться один раз с верующим. Um einmal mit anderen Gläubigen zu beten. И меня за это наказали. Und dafür wurde ich dann bestraft. И, но меня наказали не за то, что я ушел самоволку. Ja, aber ich wurde nicht bestraft, weil ich die, meinen Posten verlassen hatte. Ich habe sie nochmal gefragt. Ich habe extra nochmal gefragt, werde ich weggenommen von diesem Posten, weil ich schlecht gearbeitet habe? Oder weil ich was verletzt habe? Und wisst ihr, was mein Kommandant mir dann gesagt hat? Er sagte, nein, du bist ein guter Arbeiter. Но ты верующий. Aber du bist gläubig. Ты веришь в Бога. Du glaubst an Gott. Поэтому ты ненадежный. Deshalb bist du nicht zuverlässig. Мы не можем этого допустить. Wir dürfen das nicht zulassen. Мы тебе доверяем. Wir vertrauen dir. Но не соответствует предписаниям. Aber es passt nicht zu den Regeln. И знаете, когда я вышел на улицу, und als ich nach draußen ging, у меня просто пришла радость, kam eine Freude zu mir, что Господь меня одобряет. Dass der Herr mir wohlgesonnen ist. Понимаете, награда. Wisst ihr, das ist ein Lohn. Вы здесь? Seid ihr hier? Награда, потому что ты пострадал за Христа. Ein Lohn, weil ich gelitten habe für Christus. Ты не отказался от него. Du hast dich nicht von ihm losgesagt. И ты знаешь, Господь тебя вознаградит. Und du weißt, der Herr wird dich belohnen. И здесь на земле. Hier auf der Erde. И там на небесах. Und dort im Himmel. Я верю в награду здесь на земле. Ich glaube auch an den Lohn hier auf der Erde. Да или нет? Ja oder nein? Я верю в это. Ich glaube daran. И это работает всегда. Und das funktioniert. И там на небесах тоже будет. Und auch im Himmel. Но если мы хотим здесь на земле получить уже, aber wenn wir hier auf der Erde schon bekommen wollen, знаете, мы иногда хотим получить награду. Manchmal wollen wir einen Lohn bekommen. Здесь на земле. Hier auf der Erde. О, смотрите, какой хороший. Oh, schaut mal, wie gut ich bin. А что меня никто не похвалил? Wieso hat mich keiner gelobt? Понимаете, какие мы глупые? Versteht ihr, wie töricht das ist? Как глупо мы иногда реагируем. Wie töricht wir manchmal reagieren. Я столько делала. Ich habe so viel gemacht. Я столько делала. Ich habe so viel gemacht. И никто мне даже спасибо не сказал. Und niemand hat mir Danke gesagt. Oh, бедный зайчик. Der arme Hase. А вот сказали спасибо. Und wenn man Danke gesagt и поблагодарили. Знаете, смотрите, что я делаю. Und dankbar war. Schaut mal, was ich mache. Некоторые люди этого не понимают. Manche Menschen verstehen das nicht. Если я человека очень благодарю, wenn ich einem Menschen sehr stark danke, очень-очень благодарю, sehr stark danke, это значит, я ему не доверяю. Dann heißt das, ich vertraue ihm nicht. Знаете почему? Wisst ihr warum? Потому что я понимаю, weil ich verstehe, если я не буду его сильно благодарить, wenn ich ihm nicht stark danken werde, второй раз он делать не будет. Dann wird das ein zweites Mal nicht mehr machen. Вы со мной? Seid ihr mit mir? Но если я человеку говорю, ну слава Богу, спасибо. Und wenn ich den Menschen einfach sage, ja, Gott sei Dank, danke, то я ему доверяю. Dann vertraue ich ihm. Я знаю, ему не надо особое благодарность. Weil ich weiß, er braucht keine besondere Dankbarkeit. Ему не надо какие-то особые поклоны. Er braucht keine besondere Verbeugung. Потому что он знает, награда на небесах. Weil er weiß, er kriegt seinen Lohn im Himmel. А человек, который не знает, что награда на небесах. Aber der Mensch, der nicht weiß, dass sein Lohn im Himmel sagt, ist. Я делал, делал. Der sagt dann, ich habe gemacht und я gemacht. Делал. Ich habe gemacht und gemacht. Я это уже много раз говорил, еще раз говорю. Und ich habe es schon oft gesagt, ich sage es nochmal. У нас был в церкви, где мы были, в немецкой. In einer deutschen Gemeinde, in der ich mal war, da war ein Lobpreisleiter. Und er hat viel gemacht, Instrumente gekauft. Und eines Tages haben wir ihn mal gebeten, hier in unserer Gemeinde was zu machen. Und dann sagt er, ja, ich bin aus der deutschen Gemeinde da rausgegangen. Und mit so einer Bitterkeit hat er das dann erzählt. Kannst du dir vorstellen? Ich habe da so viel Geld und dann hat er die Summe genannt, investiert. Я говорю, как ты вложил? Он sagt, wie du hast investiert. Говорит, ну, десятины, пожертвования. Он sagt, ja, ich habe doch Zehntel gegeben und Opfergabe. За все 10 лет, сколько я там был. In all den 10 Jahren, die ich da war. Сидел, считал. Also das heißt, er hat sich hingesetzt und noch gezählt. Сидел, считал, er saß da und zählte jeden Monat. Немецкая кровь, знаете. Das ist das deutsche Blut.
Все считать надо. Alles muss gezählt werden. Все, что ты где-то сделал. Alles, was du irgendwo gemacht hast. Немцы хорошие бухгалтера. Deutsche sind gute Buchhalter. И русский бы сказал просто: Да я много сделал. Der Russe hätte einfach gesagt, ich habe viel gemacht. Я столько там наделал. Ich habe da so viel gemacht. А немец скажет: Нет. Und der Deutsche sagt: Я сделал там 18956 евро и 25 центов. Der Deutsche sagt, ich habe 18.955 Euro und 23 Cent reingelegt. Ну, это привычка такая, это образ жизни, понимаете? Ja, so ein Lebensstil, wisst ihr? Ну, по-разному мы немножко мыслим. Ja, wir denken ein bisschen anders. Ну, принцип-то тот же. Aber das Prinzip ist dasselbe. Я смотрю на него и думаю, для кого ты делал? Ich schaute ihn mir an und fragte mich, für wen hast du das gemacht? И он говорит, я уходил из церкви. Und er sagte, ich bin aus der Gemeinde dann gegangen. И мне дали гудшайн на кофе. Und ich habe einen Kaffeegutschein bekommen. Это как благодарность за все эти годы, что я делал. Das als Dank für all die Jahre, die ich gedient habe. Этот человек мне нужен был для техники, там надо было в церкви что-то сделать у нас. Ja, ich brauchte den Menschen hier, damit er uns bei der Technik hier И etwas поэтому hilft. Я ему правду не сказал. Und deshalb habe ich ihm die Wahrheit nicht gesagt. Потому что он мне нужен был. Weil ich ihn noch brauchte. Но я бы ему сказал. Aber ich hätte ihm gesagt. В нашей церкви. In unserer Kirche. Ты бы никогда не получил гудшайн на кофе. Hättest du nicht mal einen Kaffeegutschein bekommen. Все, что ты мог получить от нас, это пендаля. Das Einzige, was du von uns bekommen hättest, wäre ein Tritt in den Hintern. Потому что ты не понял Царство Божьего. Weil du das Reich Gottes überhaupt nicht verstanden hast. Награду не мы раздаем. Nicht wir verteilen hier die Löhne. Вы здесь? Seid ihr hier? Не мы награждаем. Nicht wir belohnen. Это не наша фирма. Das ist nicht hier unsere Firma. И это не место, где мы тут начальствуем. Und das ist auch nicht ein Ort, wo wir hier den Chef spielen. Ради себя. Für uns. Награды раздает Бог. Der Herr belohnt. И это нужно понимать. Und das muss man verstehen. Нужно понимать, что все, что мы делаем, muss verstehen, dass alles, was wir tun, записывается в книгах у Бога. Wird bei dem Herrn aufgeschrieben. И мы не должны что-то делать, und wir sollen etwas nicht tun, думая, что за это не будет награды. Und dann denken, oh, wir würden keinen Lohn dafür bekommen. Написано, воздаяние идет с ним. Es steht geschrieben, die Belohnung geht vor ihm her. За каждое злое слово. Für jedes böse Wort будет награда. Wirst du auch einen Lohn empfangen. Но негативное. Aber einen negativen. За каждую нашу жадность. Für unseren Geiz. Тоже будет награда. Werden wir auch einen Lohn empfangen. Но негативное. Aber einen negativen. Но за каждое наше жертвенное дело. Aber für jedes opferbereite Werk. За ободрительное слово кому-то другому. Für ein aufbauendes Wort. За поддержку человеку, которому плохо. Für Unterstützung eines Menschen, dem es schlecht geht. За то, что мы что-то вкладываем в Царство Божие. Wenn wir etwas investieren in das Reich Gottes. Мы получим награду от Бога. Werden wir vom Herrn Lohn empfangen. У нас как-то один человек был в церкви. Wir hatten mal einen Menschen in unserer Gemeinde. И к нему пришло такое откровение. Und zu ihm kam so eine Offenbarung. Он говорит, знаете что? Wisst ihr was, sagte er? Не надо меня заставлять в церкви служить. Man muss mich nicht zwingen, in der Gemeinde zu dienen. Ну что вы все время мне требуете что-то? Wieso verlangt ihr ständig was von mir? Я свободный человек. Ich bin ein freier Mensch. И я ему сказал, знаешь что? Und dann sagte ich ihm, weißt du was? Если ты свободный, wenn du frei bist, иди. Dann geh. Иди. Geh. Вот в нашей церкви. In unserer Gemeinde. Господь, сохрани нас от свободных людей. Der Herr bewahre uns vor solch freien Menschen. Нам не нужны свободные. Solche brauchen wir nicht. Когда у нас люди собирались там уходить, вот эта первая толпа пошла, когда четыре года назад. Als die Menschen sich vor vier Jahren versammelt haben, um die Gemeinde zu verlassen. У нас было членское собрание. Hatten wir so eine Gruppe und dann hatten wir Mitgliederversammlung. И я сказал всем, кто хочет уйти из нашей церкви. Und dann habe ich gesagt, jeder, der gehen will. Пожалуйста, вперед. Bitte, los. Мы здесь никого не держим. Wir halten hier niemanden fest. И сразу так. Und dann sofort sind ein paar weggegangen. Столько лет были с нами. Und dann dachte ich, so viele Jahre waren вот sie mit uns. Вот вруны, а. Ja, Lügner. Все говорили, мы служим Богу, мы служим Богу. Haben gesagt, wir dienen dem Herrn, wir dienen dem Herrn. Вы свободны. Ihr seid frei. Свободные. Die Freien. Люди. Menschen Царство Божие не попадут. Werden in das Reich Gottes nicht kommen. Вы здесь? Seid ihr hier? А чей ты? Wessen bist du denn? Ты чей? А я не чей. Ja, für wem gehörst du? Ich gehöre niemandem.
Мультик, помните такой? Kennt ihr, ne, diesen Trickfilm? А я ничей. Ich gehöre niemandem. Ich gehöre niemandem. Каждый должен быть кому-то нужен. Jeder muss doch zu jemandem gehören. Aber ich gehöre zu niemandem. Ich gehöre zu niemandem. Пока проблемы не пришли. Bis die Probleme nicht kommen. Знаете, когда мы жили с грехом и дьявол был нашим господином. Als wir in Sünde gelebt haben, war der Teufel unser Gebieter. Он был нашим господином. Er war unser Besitzer. И когда мы освободились от греха, und sobald wir frei wurden von der Sünde, то что мы сделали? Was haben wir getan? Мы поменяли нашего повелителя. Wir haben unseren Herrn gewechselt. Вы здесь? Seid ihr hier? И наш господин теперь, und unser neuer Gebieter, не дьявол, ist nicht mehr der Teufel, не грех, nicht die Sünde, а Иисус Христос, sondern Jesus Christus. И поэтому мы не свободны. Deshalb sind wir nicht frei. Мы не свободны. Wir sind nicht frei. Мы его, sondern wir gehören ihm. Дети. Wir sind seine Kinder. Мы его, wir sind seine рабы. Knechte. Мы его, wir sind seine Церковь. Gemeinde. Мы связаны, wir sind gebunden, друг с другом, miteinander, узами братства, durch das Bund, durch den Bund der Bruderschaft, любви, durch den Bund der Liebe. Поэтому мы не свободны. Deshalb sind wir nicht frei. Другой человек говорит. Der andere sagt. Знаете, пастор? Wissen Sie, Pastor? Вот то, что я хожу на работу. Ne, wenn ich zur Arbeit gehe. Я же произвожу труд. Da arbeite ich doch. Поэтому я уже тружусь. Und deshalb arbeite ich ja schon. И это служение Господу. Und das ist der Dienst für den Herrn. Pero, dachte ich, oh. А я думал, ты для себя работаешь. Und ich dachte, du gehst für dich arbeiten. А зарплату кто тебе дает? Wer gibt dir denn das Gehalt? Ну тогда откажись от зарплаты. Sag dich los vom Gehalt. Вот тогда это будет на небеса пойдет. Dann wird es in den Himmel gehen. А что ты же зарплату-то берешь? Wieso nimmst du das Gehalt für dich? Ну, ты так. Это правда. Das ist die Wahrheit. И поэтому Иисус много раз говорит. Und deshalb sagt Jesus oft, он говорит, любите врагов. Смотрите, 6 глава. Und sagt in Kapitel 6, Vers 35. Но вы любите врагов ваших. Aber ihr liebt eure Feinde. И благотворите, и взаймы давайте. Und leiht und tut Gutes. Не ожидая ничего. Und erwartet nichts zurück. И будет вам. Und es wird награда великая, euch ein großer Lohn gegeben werden und ihr werdet heißen werden die Söhne des Höchsten, denn er ist gut и злым. Und er ist ибо он благ и к неблагодарным и злым. Denn er ist gut zu den Gnädigen und zu den Bösen. Вот интересный Господь у нас. So ist der Herr. За то, что я люблю врагов. Dafür, dass ich die Feinde liebe. Хочется дать в глаз. Man möchte einen verpassen ins Auge. Дашь, не получишь награду на небесах. Aber wenn du ihm eine gibst, wirst du keinen Lohn empfangen im Himmel. И вот сейчас у наших украинских братьев и сестер очень большое испытание. Und jetzt haben unsere ukrainischen Brüder und Schwestern eine sehr große Prüfung. Понимаете, о чем я говорю? Versteht ihr, worüber ich spreche? Вот проверяется сердце. Das Herz wird geprüft. Где награда будет? Wo der Lohn sein wird. Вчера один украинский пастор сказал. Wie gestern ein ukrainischer Pastor sagte. У нас идет серьезная проверка. У uns läuft gerade eine sehr ernsthafte Prüfung. Мы учимся прощать. Wir lernen gerade zu vergeben. Я вам хочу сказать, нам, живущим в Германии. Und ich möchte euch sagen, uns, die wir in Deutschland leben. Конечно же, у нас нет сейчас этой проверки. Wir haben diese Prüfung nicht. Но она приходит в процессе жизни. Aber im Prozess des Lebens wird jeder geprüft. Кого-то шеф несправедливо выгнал с работы. Jemand wird vom Chef unfair gekündigt. И надо уметь прощать. Und da muss man lernen zu vergeben. Кто-то где-то кого-то обидел. Irgendjemand hat jemanden beleidigt. Надо уметь прощать. Da muss man vergeben können. А иногда верующие друг друга даже простить не могут. Manchmal können Gläubige einander sogar nicht vergeben. Да,
уйдут из церкви и потом вообще не приходят. Und gehen aus der Gemeinde und kommen nicht mehr zurück. Я иногда вот смотрю фотографии, думаю, 20 лет назад такие отношения были. Und dann schaue ich mir die Fotos an, vor 20 Jahren da waren so gute Beziehungen. Так меня поздравляли. Da wurde ich so gratuliert так von ihnen. Так любви объяснялись. Da haben sie so ihre Liebe bekannt. И 20 лет вообще даже ни одного ни звонка, ни привета. Und seit 20 Jahren kein Anruf, kein Hallo. Куда любовь делась? Wo ist die Liebe hin? Награда от Бога. Der Lohn kommt vom Herrn. Это так важно и так интересно. Das ist so wichtig, so interessant. Апостол Павел говорит: я вообще вот все отдам. Der Apostel Paulus sagt: ich gebe alles ab. Лишь бы только награду не потерять. Um den Lohn nicht zu verlieren. И потом он предупреждает церковь. Und dann warnt er noch die Gemeinde. И он говорит: следите за собой. Und er sagt: achtet auf euch. Чтобы не потерять награду. Um den Lohn nicht zu verlieren. А как ее можно потерять? Послушайте. Wie kann man den Lohn denn verlieren? Вот все очень просто. Ganz einfach. Допустил свое сердце обиду. Du hast in dein Herz Beleidigung reingelassen. Seid ihr mit mir? И все. И все, что ты делал, сгорело. Und alles, was du gemacht hast, verbrennt. Допустил обвинение, начал обвинять кого-то. Hast Beschuldigung zugelassen. А, да, diesen Schuld. Alles weg. Знаете, я вспомнил историю одного проповедника. Ich erinnere mich an einen Prediger. Мы сейчас уже заканчиваем. Wir kommen jetzt zum Ende. Там кто-то упал за сценой. Это, наверное, этот юноша сидел на окне. Das ist wie in der Bibel, wo der Jüngling am Fenster saß, ne? И упал за окно. Eingeschlafen ist, vom Fenster gefallen ist. Какая-то длинная проповедь, да, сегодня, да? Eine lange Predigt heute, oder? Один пастор рассказал такую историю. Ein Pastor hat mal eine Geschichte erzählt. Он подошел к одному брату. Der kam zu einem Bruder. И говорит: слушай. Und sagte: hör mal. Ты хороший специалист. Du bist ein guter Spezialist. Ты плотник, ты в электрике понимаешь. Na, du bist Tischler und kennst dich auch mit Elektrik aus. Нам для церкви нужно помочь нам одной братской церкви. Ja, wir müssen einer brüderlichen Gemeinde da mal helfen. Тебе надо уехать на 3 месяца. Du musst 3 Monate wegfahren. И там им помочь. Und ihnen dort helfen. Это очень нужно для Господа. Das ist sehr wichtig. Для дела Божьего очень нужно. Für das Werk des Herrn ist das jetzt nötig. И этот человек говорит. Und dieser Mensch sagt. Посмотри на мои руки. Schau dir meine Hände an. Ведь видишь, какие мозолистые руки. Siehst du, was ich da für Blasen habe, genau. An den Händen. Arbeitshände. Arbeitshände. Я привык зарабатывать деньги. Und er sagt, ich bin es gewohnt, Geld zu verdienen. Своим трудом. Mit meiner Arbeit. Своими руками. Mit meinen Händen. А ты мне предлагаешь? Und du bietest mir an. Оставить мою семью. Meine Familie zu verlassen. И где-то работать. Und irgendwo zu arbeiten. Я должен зарабатывать для своей семьи. Aber ich muss doch für meine Familie Geld verdienen. И этот пастор говорит: мы о твоей семье позаботимся. Und der Pastor sagt, wir werden uns um deine Familie kümmern. Он говорит: не-не-не-не. Er sagt, nein. Я хочу сам. Ich möchte selbst. Заботиться о своей семье. Mich um meine Familie kümmern. Своими руками. Mit meinen Händen. Пастор вздохнул. Der Pastor seufzte. И сказал: ну что, брат? Und sagte, ja. Bruder. Не могу тебе ничем помочь. Dann kann ich dir nicht helfen. Если ты все хочешь своими руками делать. Wenn du alles mit eigenen Händen machen willst. Не хочешь отдать себя Господу. Und dich dem Herrn nicht hingeben möchtest. Найдем другого. Dann werden wir jemand anderen finden. Прошло 10 лет. Es sind 10 Jahre vergangen. И он встретил этого человека. Und er hat diesen Menschen dann wieder getroffen. Er говорит: ну, брат, расскажи, как у тебя дела? Da sagte er: und Bruder, erzähl mal, wie läuft's bei dir? Er говорит: ой. Da sagt: oh. Не могу больше работать. Ich kann nicht mehr arbeiten. У меня такая хроническая там болезнь какая-то. Ich hatte jetzt irgend so eine chronische Krankheit. Er говорит: что, не можешь руками больше работать? Er sagt: wie, du kannst mit deinen Händen nicht mehr arbeiten? Er говорит: нет, не могу. Nein, kann ich nicht. Я так страдаю от этого. Ich leide darunter jetzt. Это надо было для Господа работать. Man hätte für den Herrn arbeiten sollen. А как твои детки, о которых ты заботился так сильно? Wie geht's deinen Kindern, um die du dich so sehr gekümmert hast? Oh, они хотят ходить в церковь. Oh, die wollen nicht in die Gemeinde gehen. Понимаете, о чем мы говорим? Versteht ihr, worüber wir sprechen? Давайте будем любить награду. Lass uns den Lohn lieben. С небес. Den wir im Himmel bekommen. Нет, я не говорю, что мы не должны друг друга благодарить. Ich sage nicht, dass wir einander nicht danken sollen. Поощрять.
dass wir einander gnädig sein это sollen. Тоже принадлежит к нашей das жизни. Gehört auch dazu. Но если мы нуждаемся в этом, aber wenn wir es brauchen, похвалите меня. Lobet mich. Поблагодарите меня. Danket mir. Почтите меня за то, что я вот это сделал. Ehret mich, weil ich das gemacht habe. То мы потеряем награду на небесах. Dann verlieren wir den Lohn im Himmel. Все так просто. So einfach. И это так чудесно. Und auch so wunderbar. Служить великому Богу. Dem großen Herrn zu dienen. Amen. Amen. Вчера на конференции я смотрел на молодежную. Gestern auf der Konferenz, auf der Jugendkonferenz. Вчера это был вообще прорыв у нас. Es war gestern Durchbruch. Почти на 200 человек больше было, чем в прошлом Fast году. 200 Leute mehr als im Jahr davor. Это говорит о том, что пастыря заинтересованы в своей молодежи. Das heißt, die Pastoren sind interessiert an ihrer Jugend. Приехали аж с Берлина, Штутгарта. Sie sind aus Berlin, Stuttgart gekommen. Столько километров. Англичане наши еще здесь. Unsere Engländer sind noch hier. И я вчера смотрел на это все. Gestern habe ich mir das alles angeschaut. Смотрите, я ничего не организовываю больше. Wisst ihr, ich organisiere nichts mehr. И вот этот украинский пастор вчера говорит: "Спасибо вам, что вы так делаете." Und dieser ukrainische Pastor sagte: "Danke, dass Sie sich so viel Arbeit machen, Sie das machen." Говорит, это не я делаю. Und ich nicht ich mache das. Уже не я делаю. Nicht mehr ich. И я этому так рад. Und darüber bin ich sehr froh. Und ich schaute mir den Eifer unserer Jugend an. Alle, die gepredigt haben. Die Lobpreisgruppe. Alle, die das organisiert haben, was gemacht haben. Auf der Küche. Und das ist Lohn. Für mich ist das ein Lohn. Награда видеть то, что мы вначале делали, zu sehen, dass wir es am Anfang gemacht haben, когда у нас было 5 человек, als wir 5 Leute hatten, 10, 10, 20, 20, когда дети наши сидели с нашими старшими, с младшими, als unsere älteren Kinder auf die kleineren Kinder aufgepasst haben, не играли со всеми где-то, nicht mit allen irgendwo gespielt haben, где мы гоняли наших детей за то, что они играют в компьютеры всякие, wo wir unsere Kinder gejagt haben, weil sie Computer gespielt где haben, где мы каждый so. Вечер садили и говорили: "Так, Библию в руки взяли", wo все. Wir jeden Abend sie hingesetzt haben, gesagt: "Что ты прочитал? Lesen, was hast du gelesen?" Где мы учили места из Библии, wo wir Bibelstellen auswendig gelernt haben. 10 центов одно место. Eine Bibelstelle 10 Cent. Это награда была. Das war der Lohn. Это мы их награждали. So haben wir sie belohnt. Вы понимаете, не зря все это было. Und das war alles nicht vergeblich. Не зря. Nicht vergeblich. И это награда. Und dieser Lohn. Сейчас мы ее видим. Jetzt sehen wir ihn. Это награда, которая придет на небеса. Das ist ja auch ein Lohn, den wir in den Himmel nehmen. Знаете, когда ты что-то делаешь, wenn du etwas tust, оно должно работать в твоей жизни. Ja, muss es eine Wirkung haben in deinem Leben. Многие люди не думают о будущем. Viele Menschen denken nicht an die Zukunft. Оно должно работать. Es muss funktionieren. Тебя уже нет, оно работает. Ja, du bist nicht mehr da, aber es läuft weiter. Вот награда. Das ist der Lohn. И Господь нам поможет. Und der Herr wird uns helfen. Кто-то переживает о своих детях. Jemand macht sich Sorgen um seine Kinder, о своих внуках. Um seine Enkel. Делай все, чтобы они вернулись, если они ушли. Und tu alles, damit sie zurückkehren, wenn sie weggegangen Молись, sind. Молись, кричи за них. Bete und постись. Faste. Разговаривай. Sprich. Многие родители мечтают о своих детях, viele Eltern träumen, чтобы они были успешными, dass ihre Kinder erfolgreich und talentiert sind. Молись, чтобы они были верующими. Bete, dass sie gläubig sind. И приносили плод. Und dass sie Frucht bringen. И если этого нет еще, wenn es das noch nicht gibt, я верю, что Бог нам даст. Dann glaube ich, dass Gott es geben wird. Каждому даст. Jedem. Моя бабушка, meine Oma, я это уже много раз говорил, ich habe das schon oft erzählt, всю свою жизнь молилась за моего отца. Hat ihr ganzes Leben für meinen Vater gebetet. И она ушла на небеса. Und sie ist in den Himmel gegangen. И приблизительно через 10 лет. Und ungefähr 10 Jahre danach. Мой отец покаялся. Hat mein Vater sich bekehrt. А? Услышана молитва была? Wurde das Gebet erhört? Да. Ja. При жизни она этого не увидела. Im Leben hat sie es nicht erlebt. Но молитва была услышана. Aber das Gebet wurde erhört. Давайте встанем. Lass uns aufstehen.
Какой прекрасный солнечный день. Was für ein wunderbarer sonniger Tag. И как-то странно, что именно в воскресенье у меня день рождения. Und dass ich auch an einem Sonntag Geburtstag habe, ist auch komisch. Мы говорим о награде. Und wir über Lohn sprechen. Давайте закроем наши глаза. Lass uns unsere Augen schließen. Давайте скажем Иисус. Lass uns sagen, Jesus. Вложи в мое сердце. Lege in mein Herz. Способность видеть твою награду. Die Fähigkeit, deinen Lohn zu sehen. Любить твою награду. Deinen Lohn zu lieben. Больше всего, что на этой земле. Mehr als alles auf dieser Erde. И я верю. Und ich glaube, что ты дашь мне свою награду. Dass du mir deine Belohnung geben wirst. И на земле. Hier auf der Erde. И на небе. Und im Himmel. Ты Бог, любящий награждать. Du bist ein Gott, der gerne beschenkt. Amen. 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 И Amen. Amen. Давайте воздадим Богу Lass uns den Herrn ehren. Чудесный Господь. Der Herr ist wunderbar. Halleluja. Halleluja. Слава тебе, Иисус наш. Ehre dir unser Jesus. Amen. Amen. Будьте благословенны. Seid gesegnet.